bin hier, um über Schönes zu sprechen. Aber erst dies, es ist wirklich heftig, die Welt ist out of whack, wir leben inmitten einer Multikrise. Aber das ist vielleicht gut so, denn Krisen bedeuten ja nur, das Alte funktioniert nicht mehr und das Neue ist noch nicht da. Und genau zwischen diesen zwei Polen haben wir die Chance, uns neu zu erfinden. Und das ist meine frohe Botschaft an euch, es besteht Hoffnung. So wie wir nach dem Ende einer Beziehung die Wohnung ausmisten und uns getrauen, neue Frisuren zu schneiden, sehe ich die aktuelle Situation, in der wir uns befinden, als die Chance, kreativ zu werden. Als wir im Zweiten Weltkrieg Städte zerstört haben, haben wir sie wieder aufgebaut. Als wir das Ozonloch entdeckt haben, haben wir FCKW verboten. Gegen Krankheiten erfinden wir Therapien. Wir sind die Menschheit. Das Coole an uns ist ja, wir können das. Wir haben die Demokratie erfunden und Waschmaschinen. Wir haben die AHV erfunden und das Internet. Oder den Sparschäler. Das Rad. Schrauben. Menstruationscups. Alles Produkte menschlicher Kreativität. Krisen setzen Energien frei. Das Gestern wird in Frage gestellt, das Heute wird dekonstruiert und das Morgen wird so dadurch wieder verhandelbar. Krisen sind ein Geschenk. Sie geben uns die Chance auf einen Paradigmenwechsel. Und das ist es ja genau, was wir aktuell suchen. Einen Weg nach vorn, eine Bedienungsanleitung für die Zukunft. Mein Name ist Sondin Riesen, wie sie gesagt hat, und ich bin hier, um mit euch eine neue Idee zu teilen. Aber dazu erst später. Wenn wir merken, dass alte Weisen nicht mehr funktionieren, brauchen wir Lösungen, die uns helfen, unser Verhalten den neuen Bedingungen anzupassen. Und dazu braucht es Loslassen, Ausprobieren, Improvisieren. Neue, vielleicht erst abgedrehte Ideen testen. Schauen, ob sie funktionieren. Sie entsprechend anpassen. Es braucht also Innovation. Aber was ist das? Bei Innovation denken wir oft an neue Technologien wie selbstfahrende Autos, an Erfindungen, die unser Leben vereinfachen, meistens mit einem Gadget. Aber ich sehe es anders. Ich sehe Innovation als etwas, was ein Problem löst. Und als innovativ ein Mensch, der aktiv auf der Suche ist, ein Problem zu lösen. Angesichts der Vielfalt und Dringlichkeit der Probleme, mit denen wir uns heute konfrontiert sehen, erachte ich es darum als notwendig, dass möglichst viele Menschen möglichst viele Lösungsansätze suchen. Mein Vorschlag ist, lasst uns mehr Menschen auf neue Weisen an der Lösungsfindung beteiligen. Denn das Potenzial, was wir als Menschheit für die Lösungsfindung haben, ist noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Aber erst einmal möchte ich ein paar Hände sehen. Könnt ihr winken? Ja, okay, das funktioniert, cool. Zwei Fragen. Wer von euch kann heute hier jetzt oder am nächsten Dienstag in einer Sitzung eine Idee produzieren? Okay, meine ADS-Connection ist auch hier, cool. Und wer von euch hatte aber schon einmal eine gute Idee, kurz vor dem Einschlafen, auf der Toilette, beim Waldspaziergang, per Zufall oder in einem Gespräch mit Freunden? Das müssen jetzt mehr sein. Ja, genau, cool. Dankeschön, das hat Spaß gemacht. Die Suche nach neuen Ideen kann man behindern oder man kann sie fördern. Und beides hat mit dem Setting zu tun. Und welches Setting ist hinderlich? Es sind starre Hierarchien, Strukturen und Prozesse. Es ist Misstrauen, Angst oder anders eine Kultur, die Menschen Dinge sagen lässt wie: Das haben wir schon immer nicht so gemacht. Oder ich bin nicht zuständig. Oder darf man das überhaupt? Oder was werden dann die anderen denken? Hinderlich ist eine Kultur, die sich an etablierte Strukturen und Prozesse hält. Eine Kultur, die Probleme, die da sind, hauptsächlich verwaltet. Strukturen und Hierarchien haben aber keine Ideen, es sind die Menschen, die sie haben. Und heute sind wir noch zu oft immer noch in Strukturen verhaftet, die Ideen verhindern. Für Innovation braucht es eine Umgebung, die Innovation zulässt.
Was ich mir also wünsche, ist Konsens darüber, dass wir von einer Kultur des strukturierten Problemverwaltens zu einer Kultur des innovativen Problemlösens kommen. Und was braucht es dazu? Offenheit, Neugier, Risiko eingehen dürfen, Nonkonformität zulassen. Es braucht Perspektivenwechsel und Ergebnisoffenheit. Es braucht die psychologische Sicherheit, die erlaubt, auch große Ideen zu äußern, die vielleicht alles bisher Dagewesene in Frage stellt. Was also förderlich ist, ist das Zulassen von Kreativität. Aber wann ist man kreativ? Hier ist meine Definition. Kreativ ist man, wenn man kreiert. Wenn man etwas erschafft, das vorher in der Form noch nicht da war. Kreativität ist vorhandenes Potenzial ausschöpfen in Kombination mit der Fähigkeit, Neues zu entdecken. Und Kreativität für mich heute hier mit euch ist Problemlösungsfähigkeit. Und was sie braucht, ist Unsicherheit okay finden. Selbstreflexion, Fantasie, Entdeckergeist, Intuition, verschiedene Denkansätze kombinieren können, Synthesen formen. Kreativität, habe ich gelesen, ist intendierter Regelbruch. Mega schön. Und all das erreichen wir vor allem dann, wenn wir es zulassen dürfen. Wenn wir in einem Setting sind, wo wir uns selbst sein können, damit wir unsere inneren Bilder und Gedanken, Fragen, Erkenntnisse nach außen kehren können. Allowing people to be themselves, sagt Ross Brewer. Damit sie dahin kommen, wo sie sagen können, so könnte es doch auch sein. Und jetzt muss ich trinken. Entschuldigung, oh, ich bin nervös. Wir sind alle kreativ, manche mehr, manche weniger. Aber sicher ist, Kreativität ist die gesellschaftliche Triebfeder für Entwicklung. Und Entwicklung ist Anpassung, Mutation. Die Fähigkeit, sich adaptiv auf wandelnde Umweltbedingungen anzupassen, ist das Erfolgsrezept der Menschheit. Bisher. Bisher langsam, gemütlich. Besonders in der Schweiz. Langsame Anpassung. Aber das Tempo der veränderten Umweltbedingungen hat rasant zugenommen. Alles geht schnell. Kaum haben wir uns an etwas gewöhnt, ist es schon wieder veraltet. Neue Apps, neue Produkte, neue Werte, neue Identitäten, neue Katastrophen, neue Kriege, neue Krankheiten, neue Herausforderungen, neu alles dauernd. Wir merken, dass wir uns hinterherhinken. Uns fehlt die Zeit. Und ich glaube, weil wir unsere Zeit hauptsächlich mit dem Verwalten von bestehenden Problemen verbringen, haben wir keine Zeit, um Lösungen für neue Probleme zu finden. Wir organisieren uns zu wenig Zeit, um uns selbst zu retten. Was ich sagen will, wir haben Probleme, die wir lösen müssen. Sie gehen nicht weg, wenn wir nichts machen. Und was wir brauchen, um Lösungen zu finden, ist Innovation. Und Innovation wird aus der Kreativität geboren. Und Kreativität braucht Freiraum, braucht Zeit. In der Arbeitswelt ist, wie wir haben es gehört, Innovation nichts Neues. Will ein Unternehmen überleben, muss es sich der Marktbedingung anpassen, muss es Veränderung zulassen. Ich aber verstehe mich als Vertreterin der Zivilgesellschaft. Die Entität, die zwischen politisch machbaren und wirtschaftlich lukrativen operiert, die abholt, was hängen bleibt, die auffängt, was dazwischen fällt. Und wollen wir überleben, müssen auch wir Veränderung zulassen. Und ich frage mich, wie können wir als Zivilgesellschaft Freiräume schaffen, um Lösungen zu finden, solche, die sich weder dem Machterhalt noch Marktlogiken fügen müssen. Wie holen wir einzelne Menschen aus ihrem Metro-Boulot-Dodo-Hamsterrad heraus, um sie an der Lösungsfindung zu beteiligen? Und hier kommt jetzt die Idee, die ich mit euch teilen möchte. Wie wäre es, wenn wir Raum und Zeit schaffen könnten, in der wir alle Innovation betreiben könnten? Was, wenn Zeit zum Denken und Ausprobieren nicht nur denen vorenthalten bleibt, die es sich finanziell leisten können? Oder wie wäre es, wenn Innovation nicht nur dann unterstützt wird, wenn sie Geld abwirft?
Yeah, you feel me. Was, wenn es möglich wäre, ein paar Monate an der Ausschaffung einer verrückten Idee zu arbeiten, ohne in Konflikt mit der eigenen Existenzsicherung zu kommen? Das wäre großartig. Und das fanden wir auch. Silvan, Ralf, Malik, Dave, Florin und ich haben uns darum Anfang 2019 zusammengetan, sind um einen großen Tisch in einem alten Bauernhaus gesessen und haben uns gefragt, wie wir das machen könnten. Wir wussten, es würde mit Geld zu tun haben, mit Zeit, mit Vertrauen, mit Scheitern dürfen, mit dem Gefühl von Zugehörigkeit, mit Wertschätzung. Es müsste ein Umlageverfahren sein wie bei der AHV oder ein Merry-Go-Round wie in der Entwicklungszusammenarbeit bei Mikrofinanz, das gemacht wird. Wir umverteilen die Ressource, die darüber entscheidet, ob wir fähig sind, mitzukreieren, und zwar Zeit. Oder in unserem Fall Geld, weil Geld dafür sorgt, dass wir uns Zeit nehmen können. Zeit zum Nachdenken, Zeit zum Ausprobieren, zum Scheitern, zum Lernen, zum Anpassen. Wir teilen Geld in einem gemeinsamen Topf. Und wenn jemand ein Vorhaben umsetzen möchte, was der Gesellschaft dient, kriegt diese Person Geld aus dem Topf, um an einer Lösung zu arbeiten. Und natürlich hatten wir Angst, denn die ersten Rückmeldungen waren mega kritisch. Wahrscheinlich so, wie ihr jetzt heute denkt. So, das funktioniert nie. Ihr werdet total über den Tisch gezogen. Da machen nur Weirdos mit oder weltfremde Kiffer in Hängematten. Seid ihr ein Ponzi-Scheme oder seid ihr eine Sekte? Dass der Migros-Pionierfonds hinter unserer Idee stand und die FINMA ihr grünes Licht gab, half uns mit der Glaubwürdigkeit. Aber oh boy, der Erklärungsbedarf war und ist noch immer immens. Denn wir leben in einer Kultur von so haben wir es schon immer nicht gemacht. Und genau davon wollen wir abkommen. Wir wollen Steine aus dem Weg räumen, statt neue hinzumachen. Wir wollen Neues wagen, experimentieren, lernen, anpassen. Und zwar in einem Umfeld, das okay damit ist, wenn etwas nicht so herauskommt, wie man es sich vorgestellt hat. Wo neue Erkenntnisse und Richtungswechsel als Zeichen von Weiterentwicklung verstanden wird und nicht als Unglaubwürdigkeit. Wir haben eine Community gebildet, wo wir das ausprobieren. Das Netzwerk besteht aus Menschen, die davon ausgehen, dass die einzelne Person mit ihren Träumen, Wünschen, Gedanken und Ideen einen Beitrag leisten kann. Und das sind Ideen wie die von Darina, der Ukrainerin, die mit kleinen Veränderungen auf Websites von Hilfsorganisationen die Retraumatisierung von Hilfesuchenden verhindern will. Oder das ist die von Mike, der eine App programmiert, welche Food Waste in Spitälern reduziert und gleichzeitig die dadurch verlorenen Nährstoffe bei PatientInnen misst. Oder das ist Vardon. Er arbeitet an einer Medienplattform, auf der ausschließlich inspirierende Inhalte zu finden sind. Oder Ralf. Er ist dabei, ein Zukunftsdorf zu kreieren, in dem neue Ideen über nachhaltiges Zusammenleben gewonnen werden kann. Die Community fördert Ausbildungen zu niederschwelligen Therapieformen, die der Mental Health Krise entgegenwirkt. Wir teilen Geld mit Menschen, die eine Neuorientierung wagen, um ihrem Tun Sinn zu geben, um sich selbstständig zu machen, um Gemeinschaftsprojekte zu lancieren und so weiter. Und bislang haben wir 420 Menschen, die regelmäßig Geld in diesen Topf geben und so ermöglichen, dass wir inzwischen 400.000 Franken umverteilt haben. Wir verteilen aber nicht nur Geld, wir verteilen auch Hoffnung, Hoffnung auf ein positives Morgen. Wir kreieren Vertrauen, wir schaffen einen Weg aus der Ohnmacht angesichts der Multikrise. Und wir schaffen Verbindungen zwischen den unterschiedlichsten Menschen, die gewillt sind, sich gegenseitig dabei zu unterstützen, neue Lösungsansätze zu finden. Wir schaffen mit geteiltem Geld die Chance für Innovation. Denn zusammen sind wir reich. Zusammen sind wir innovativ und zusammen schaffen wir ein Setting, das vielen statt nur wenigen die Möglichkeit gibt, sich selbst und die Gesellschaft zum Positiven zu verändern. Ich habe gesagt, ich bin hier, um über Schönes zu sprechen, mit euch eine neue Idee zu teilen. Die Idee heißt Ting und
ihr seid sehr herzlich eingeladen, uns zu unterstützen, denn wir brauchen euch. Die Welt braucht euch.